und dass du da bist. Willkommen im Juli. Wir haben geschafft die 16 Monate. Jetzt haben wir noch 6. Dann haben wir das Jahr schon erledigt. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen neuen Tag. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, Herr. Herr, das Wort gehört dir. Du weißt ganz genau, was wir brauchen. Jeder von uns, die hier ist, die hören werden, braucht dich, braucht dein Wort, braucht eine Zusage, eine Ermutigung. Herr, benutze das Wort, dass jemand einfach geheilt, befreit, erneut und wiederhergestellt. Wir danken dir, Herr, weil du Herr bist, im Namen Jesu. Amen. Amen. Heute mein Thema ist sich absondern. Sich absondern hat mich zwei Wochen einfach begleitet. Ich weiß nicht selber noch nicht, was vom sich ich absondern sollte, aber vielleicht auch du brauchst das. Diese sich absondern ist eine Abgrenzung. Absonderung ist das Herzstück der biblischen Vorstellung von Heiligkeit. Gott ist von seiner Schöpfung getrennt und hat sein Volk von der Welt abgesondert. Die Sünde verursacht eine Trennung zwischen Gott und Mensch und macht das Versöhnungswerk Jesus Christus notwendig. Das Ende des Zeitalters wird die endgültige Trennung zwischen den Gerechten und Bösen bringen. Also wir können diese Absonderung des Volkes Gottes in 5. Mose 7, 6 lesen. Steht geschrieben: Denn du bist den Herr, dein Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf den Erde sind. Also du bist Gott, wir sind vom Gott einfach abgesondert. Wenn wir Jesus Christus aufnehmen und sagen, Herr und Heiland, wir sind abgesondert von der Welt, wir gehören zum Jesus, wir gehören zum Gott. Also die biblische Trennung bedeutet, dass wir uns vom Sünde, Dinge der Welt getrennt werden. Trennung, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir entscheiden, vor Jesus zu arbeiten, entscheiden, vor Gott zu arbeiten. Vorher, bevor ich hier kam, habe ich irgendwann mal verstanden, dass es einfach Absonderung ist, es ist einfach begleitet mit einer Mission. Du kannst dich nicht abgesondert werden, nur da zu sitzen. Es ist einfach, dass Gott möchte, dass du in eine bestimmte Richtung gehst. Wir können sehen, Männer Gottes, der Abraham wurde gesagt, weg von deinem Vaters Haus und dann geh dorthin, wo ich dir zeigen möchte. Und Gott hat ihm gesagt, werde der Vater der Nation. Abgesondert von diesem Gottesdienst, von seinem Vaterhaus, zum Heiligtum Gottes geworden. Jakob wurde einfach ist weggelaufen. Also hat Dummheit gemacht und sie ist weggelaufen. Aber diese Absonderung, Gott wollte aus ihm eine Nation einfach machen, die einfach ihm dienen sollte. Während er getrennt von seiner Familie, also er sollte Esau treffen und hat er entschieden, eine Frau mit ihren Kindern alleine zu gehen, die andere mit ihren Kindern alleine zu gehen, seine Diener auch mit Tieren alleine zu sein. Und er blieb allein. Dort ist er mit der Engel Gottes einfach gekämpft, bis einfach morgen früh. Und dann der wollte wissen, oder er hat der Engel gesagt, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Und der Engel hat ihm gefragt, wie heißt du? Und sagte er, Jakob. Und der Engel sagt, ab heute werdest du Israel heißen. Dann haben wir das Land Israel heute.
dass sie einfach, es gibt Juden und es gibt Israelisten. Es ist nicht alle die dasselbe. Diese Trennung ist auch bei Daniel. Daniel und die drei Jungs, die haben entschieden, obwohl die in Gefangenschaft war, haben die entschieden, wir werden nicht einfach das Essen essen, was der König anbietet. Die wollten sich nicht einfach diese dazugehören. Die haben entschieden, nein, wir gehören zum Volk Israel, wir sind anderes. Die haben sich getrennt. Trennung ist auch zu glauben, dass Gott kann. Wenn ich einfach in die Welt bin, es ist so wie Multivitamin. Wenn ich einfach Orange, Apfelsaft, Kiwi, es schmeckt nicht mehr nach Orange, es schmeckt nicht mehr nach Apfelsaft. Es ist einfach gemischt. Und die Welt ist so gemischt, dass wir nicht aussuchen können, zu sagen, das ist göttliche oder das ist richtig oder falsch. Alles sieht gut aus. Ist sehr gut gemalt, ist sehr gut dargestellt. Aber wenn ich mich absondern und einfach irgendwo hingehen oder etwas anderes machen als die andere, dann kann Gott mich und dich einfach ansprechen und sagen, das ist der richtige Weg zu gehen. Das ist auch die Art und Weise, wie wir sehen, was Gott getan hat. Wenn ich in die Welt bin, dann konnte ich sagen, mein Geld hat mir das ermöglicht. Ich kann das auskaufen, ich kann das Auto kaufen. Das ist meine Kraft. Ich konnte das leisten. Aber wenn Gott dir einfach etwas gibt, werdest du dann sehen und sagen, wow, das ist vom Gott. Weil du Zeit genommen und sich auf die Seite gestellt, damit Gott mit dir oder mit dir reden kann. Halleluja. Wenn wir uns einfach absondern, können wir diese geistliche Erweckung wahrnehmen, können wir wieder belebt. Das können wir, wenn wir Probleme gehabt haben. Vielleicht hast du geweint, du hast einfach Gott alles gebracht. Und dann in diese Weinen, es gibt eine Stimme oder es gibt ein Gefühl, die dich einfach Friede geben. Aber das kannst du nur wahrnehmen, wenn du in Ruhe irgendwo bist. Du kannst das nicht wahrnehmen, wenn du einfach in öffentlichen Verkehr, wo jeder redet und redet, dann bekommst du überhaupt nicht mit. Aber wenn du auf die Seite gehst oder wenn du sich auf die irgendwo hingehst, wo nur du und Gott bist. Wir können das lesen, auch sehen bei dir, Josef. Während Josef bei seinen Eltern war, konnte man das diese Josef, die richtige Josef oder die Mission hinter Josefs Leben nicht sehen. Aber man konnte das sehen danach, wo er richtig getrennt, weder Familie noch irgendjemand dabei war. Dann war Josef Josef. Gott hat ihm abgesondert für das Zeit danach, was, wenn die Hungersnot kommen, werde Josef Josef sein. Hat Träume, hat Gott ihm gezeigt als kleines Kind. Aber in Wirklichkeit zu sehen war, wo er getrennt war. Wir haben diese, wir hören von David, wo er sagt, ich konnte mit Löwen und Bär kämpfen. Aber während er das gemacht war, noch kein Kind. Aber durch Gottes Kraft, wo er sich abgesondert war mit Tieren, wo er niemandem zeigen konnte, zu sagen, das kann ich. Gott hat ihm einfach geholfen und auch getragen. Absondern ist sehr, sehr wichtig für uns als Christ, zu sehen den Weg Gottes, zu sehen, klar zu sehen, klar sich zu sehen, klar zu denken. Wenn wir die Bibel lesen, können wir das Wort Gottes mehr annehmen, als wenn wir nur gehört haben. Wenn wir, Jesus sagt, geh in deine Zimmer, mach die Türe zu. Warum? Weil diese Durcheinander ist einfach, vielleicht wo du warst. Aber wenn du alleine bist mit Gott, dann kannst du die Stimme Gottes hören. Wo Jakob einfach gesundert war, konnte er diese neue Name bekommen. Während er mit allen Leuten war, war Jakob. Als er abgesondert war,
ist Israel geworden. Wo Moses noch in Pharaos Haus gewohnt hat, war einfach Moses. Und wo er getrennt war, als Hirt, konnte er diese brennende Busch sehen und dann Gott konnte mit ihm reden. Konnte Gott ihm auch vielleicht irgendwo hin tun, damit er ihm, mit ihm reden, aber wo er alleine war, abgesondert, konnte Gott mit ihm reden. Absondern ist es keine, es ist nicht, dass man meinen, ich bin Besonderes, ich möchte mit den Leuten nichts zu tun haben. Nee, wir sollten Zeit nehmen, nur ich und Gott. Nur ich und das Wort Gottes. Wir können Gott sagen, Herr, übersetzt du mir das Wort, ich möchte das verstehen. Wenn wir das Wort Gottes verstehen, können wir Gott glauben. Glauben geht zusammen, wenn du verstanden bist oder hast. Wenn ich nicht verstanden, dann denke ich, ich weiß nicht. Ich werde einfach weiter suchen. Aber Glauben ist diese, wenn ich das gesehen und sage, okay, wenn du Gott bist, dann tu mir das und jenes. Und da diese, die Absondern auch hilft, unsere Glauben zu gestärkt zu werden. Absondung ist auch eine Sache, wo wir Liebe Gottes erfahren können. Weil die Welt gibt Liebe, aber Gott gibt ja die Liebe, die Menschen nicht geben können. Da ist sogar, wenn wir Fehler gemacht haben, wo du denkst, oh Mann, nicht schon wieder. Aber Gott sagt, ja, ich weiß, alleine schaffst du nicht, aber mit mir können wir das überwinden. Müssen wir wirklich uns absondern von Sachen, die uns wirklich zurückbringen in die Welt. Du weißt ganz genau, was dich einfach dort bringen. Die Freunde, die wir haben, der Feind, die dich einfach wegziehen von Jesus. Irgendwas, das dich nicht loslässt. Es gibt Sachen, wo wir denken, oh Mann, wenn Gott mich nicht hilft, ich schaffe alleine nicht mehr. Diese Sache, die vielleicht Alkohol, Zigarette, irgendeine Gewohnheit, die wir früher gehabt haben, aber bis jetzt noch nicht abgelassen, da brauchen wir wirklich diese Absonderung, damit wir Gott begegnen und sagen, hilf mir hier raus, alleine schaffe ich nicht. Wir haben das schon gehört, dass die Noah, um diese Ark zu bauen, musste er irgendwo gewesen sein, das Wort Gottes zu hören, zu sagen, Gott hat gesagt, ich sollte ein Schiff bauen und wie groß sein sollte. Wenn er in einem Marktplatz gewesen wäre, ich glaube, hätte er nicht, keine richtige Stimme vom Gott hören können. Wo die Hungersnot war, Gott wusste, es würde Hungersnot kommen. Und Josef ist extra nach Ägypten geschickt worden, um Israel einfach am Leben zu halten. Wenn wir uns absondern, sind wir geschützt. Von Meinung vom Mensch, Meinung von unserer eigenen Meinung. Weil da wird einfach ein klarer Schnitt gegeben, wo Gott sagt, nein, so sollte es sein. Aber müssen wir auch gehorsam sein. Wenn wir uns diese Absonderung annehmen und auch durchführen, wir werden sehen, was Gott mit uns machen kann. Wir werden sehen, wie Gott die Verbindung wiederherstellt, die Liebe wiederherstellen, die Familie wiederherstellen. Im Gebiet wird Gott uns wiederherstellen. Aber wenn wir nicht trennen von der Sünde, nicht trennen von Sachen, die uns abhalten, Gott zu dienen, diese Mission durchzuführen, was Gott uns vorgesehen hat, zu führen, werden wir wirklich in diese werden wir uns unsere Berufung verpassen. Absonderung hilft uns, die Berufung klar zu sehen und nachjagen. Halleluja.
Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns abgesondert. Du hast uns so extra gesagt, wir gehören dir. Hilf uns, in diesem Schutz zu bleiben. Hilf uns, die einfach klar zu hören und klar zu sehen, wo du uns haben möchtest. Wenn Angst ruft, schick deinen Heiligen Geist uns einfach zu zeigen, nee, es ist Angst und trenne uns von der Angst, damit wir nur auf dich schauen können. Vergib uns, wenn wir das gemischt haben mit der Welt, mit der Kraft, mit Geld, wo wir denken, ja, ich habe das geschafft durch meine Kraft. Vergib uns, Herr, und hilf uns weiterhin zu verstehen, was du sagen möchtest. Wo möchtest du uns hinhaben? Wo sollten wir abgesondert werden? Wo sollten wir uns trennen? Von was? Zeig uns, Herr, dass wir nicht mehr nach Gefühl jagen, nicht nach dem Gefühl gehen, sondern wirklich, was du sagst. Es ist sehr wichtig, dass wir auf dich hören können. Aber wie können wir das hören, wenn wir einfach in einen anderen Ort gehen, wo du nur du und uns sprechen können? Danke, Herr, für die Wahrheit, das in deinem Wort ist. Das hilft uns auch, dich zu sehen und hören und auch, was du uns gegeben anzuwenden. Danke, Herr, im Namen Jesu. Amen.